From the conference center at Temple. Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Priestertumsversammlung der 182. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Diese Versammlung wird weltweit in tausende Gemeindehäuser übertragen. Die Musik in dieser Versammlung gestaltet ein Chor melchisedekischer Priestertumsträger aus dem Raum Ogden in Utah. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Priestertumsversammlung. Brüder, wir heißen Sie willkommen zur allgemeinen Priestertumsversammlung der 182. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz hat, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Diese Versammlung wird über Satellit an die Priestertumsträger an vielen Orten in vielen Ländern auf der ganzen Welt übertragen. Die Musik in dieser Versammlung übernimmt ein Chor von Trägern des melchisedekischen Priestertums aus dem Raum Ogden in Utah unter der Leitung von Stephen P. Shank und Derek Furch mit Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor eröffnet die Versammlung mit dem Lied »Lobe den Herrn, den mächtigen König«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder J. E. Jensen, der heute Nachmittag als Mitglied des ersten Kollegiums der 70er entlassen wurde. Oh, my soul, praise Him for He is.
Our Holy Father, unser heiliger Vater. Wir neigen unser Haupt in demütigem Gebet und drücken dir unsere Dankbarkeit und unsere Hochachtung aus. Wir drücken unsere Liebe zu dir und zu deinem Sohn und dem Sühnopfer aus, das er vollbracht hat und wie es unser Leben durchdringt. Wir danken dir, Vater, dass du und dein Sohn sich Joseph Smith offenbart haben, wodurch auch das Buch Mormon schließlich hervorgebracht wurde. Und heute Abend danken wir dir für das heilige Priestertum und die heiligen Schlüssel des Priestertums. Wir sind dankbar für die erste Präsidentschaft und die 12 Apostel, die alle Schlüssel des Priestertums erhalten. Wir beten insbesondere für Präsident Monson, der präsidiert als der dienstältester Apostel. Wir sind heute Abend in der ganzen Welt versammelt, um dich zu verehren und um belehrt zu werden. Und wir beten für die Dinge, die lehren und bezeugen. Und wir beten für die Ohren, die hören werden, nicht, sodass wir durch den Heiligen Geist spüren werden. Bitte segne die jungen Männer, die hervortreten, um zu dienen. Segne ihre Führer und ihre Eltern, dass der Eid des Priestertums für sie wichtig wird und dass sie standhaft sein mögen. Und darum beten wir im Namen Jesu Christi. Amen. Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied Liebet einander. Nach dem Lied haben wir das Vergnügen, von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Danach hören wir von Bischof Gary E. Stevenson, dem präsidierenden Bischof der Kirche, und Elder Anthony D. Perkins von den 70ern.
Thank you, brethren, for that magnificent hymn. Vielen Dank, Brüder, für dieses wunderbare Lied. Brüder, über die Herausforderungen, denen Männer und Jungen gegenüberstehen, wurde in den letzten Jahren viel gesagt und geschrieben. Hier einige Buchtitel. Why There Are No Good Men Left, warum keine guten Männer mehr übrig sind. The Demise of Guys, der Niedergang der Männer. The End of Men, das Ende der Männer. Why Boys Fail, warum Jungen versagen. Und Manning Up, sei ein Mann. Interessanterweise sind die meisten dieser Bücher von Frauen geschrieben worden. Auf jeden Fall zieht sich ein roter Faden durch diese Analysen, nämlich, dass die Männer heutzutage in vielen Gesellschaftssystemen verwirrende und einander widersprechende Botschaften über ihre Rolle und ihren Wert in der Gesellschaft vermittelt bekommen. Der Autor von Manning Up, sei ein Mann, beschrieb das Phänomen wie folgt. Früher herrschte in fast allen Kulturkreisen die Ansicht, dass ein Mädchen mit Erreichen der körperlichen Reife eine Frau wurde, während der Junge eine Prüfung zu bestehen hatte. Er musste Mut, Tüchtigkeit und das Beherrschen wesentlicher Fertigkeiten an den Tag legen. Das sollte beweisen, dass er fähig ist, Frau und Kinder zu beschützen, was ja seine vorrangige Aufgabe in der Gesellschaft war. Im heutigen wirtschaftlichen Umfeld sind die Frauen jedoch nicht mehr auf einen Ehemann und Vater als Ernährer angewiesen. Und die typischen Eigenschaften, die ein Mann haben musste, um seiner Aufgabe nachkommen zu können, Kraft, Tapferkeit, Mut und Treue, sind überholt und sogar ein bisschen peinlich. Zitat Ende. Es gibt einige, die in ihrem Eifer, sich für die Chancen der Frau einzusetzen, etwas, was wir gutheißen, die Männer und ihren Beitrag heruntermachen. Sie meinen wohl, das Leben sei ein Wettkampf zwischen Mann und Frau. Eine Gruppe müsse die Oberhand haben und jetzt seien die Frauen an der Reihe. Einige vertreten die Auffassung, Karriere sei das Wichtigste im Leben und Ehe und Kinder seien bloß eine Option. Weshalb brauchen wir dann die Männer? In zu vielen Hollywood-Filmen, in Fernsehshows und sogar in der Werbung werden die Männer als unfähig, unreif oder egozentrisch hingestellt. Diese kulturelle Entmannung der Männer hat eine zerstörerische Wirkung. Aus den Vereinigten Staaten stammt beispielsweise dieser Bericht. Die Mädchen überflügeln die Jungen bereits in allen Altersklassen, von der Grundschule bis zur Hochschule. In der 8. Klasse können beispielsweise nur 20% der Jungen wirklich gut schreiben und 24% wirklich gut lesen. Die jungen Männer haben 2011 im akademischen Schuleignungstest so schlecht abgeschnitten wie seit 40 Jahren nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie Schule oder Studium abbrechen, liegt bei Jungen um 30% höher als bei Mädchen. Für 2016 erwartet man, dass 60% der Akademiker mit Bachelorabschluss, 63% derer mit Masterabschluss und 54% derer mit einem Doktortitel Frauen sind. Zwei Drittel der Schüler in sonderpädagogischen Einrichtungen sind männlich. Ende des Zitats. Einige Männer und Jungen nehmen diese Alarmsignale als Ausrede her, übernehmen keine Verantwortung und werden tatsächlich nie erwachsen. Ein Universitätsprofessor schildert eine oftmals zutreffende Beobachtung. Die Männer kommen zum Unterricht, die Baseballkappe verkehrt herum auf dem Kopf und mit der lahmen Ausrede: Mein Textverarbeitungsprogramm hat meine Hausarbeit vernichtet. Währenddessen gehen die Frauen ihren Terminkalender durch und holen sich Empfehlungsschreiben für die Jurafakultät. Eine Filmkritikerin findet eher zynische Worte. Worauf wir bei den Männern bauen können, falls wir überhaupt einen Partner wollen und Glück haben, ist, dass sie nur genau das sind. Ein Partner, jemand, der seine eigenen Wege geht und respektiert, dass wir den unseren gehen. Brüder, so darf es bei uns nicht sein. Als Männer, die das Priestertum tragen, müssen wir in der Gesellschaft, zu Hause und in der Kirche eine ganz wesentliche Rolle spielen. Aber wir müssen Männer sein, denen die Frauen vertrauen können, denen die Kinder vertrauen können und denen Gott vertrauen kann. Wir können es uns in der Kirche und im Reich Gottes in diesen letzten Tagen nicht leisten, dass sich die Jungen und Männer treiben lassen. Wir können uns keine Jungen leisten, denen es an Selbstdisziplin fehlt und die nur um der Unterhaltung willen leben. Wir können uns keine jungen, erwachsenen Männer leisten, die keine Richtung im Leben haben, die sich nicht ernsthaft darum bemühen, eine Familie zu gründen und einen echten Beitrag in der Welt zu leisten. Wir können uns keine Ehemänner und Väter leisten, die ihrer Familie
keine geistige Führung angedeihen lassen. Wir können es uns nicht leisten, dass diejenigen, die das heilige Priestertum nach der Ordnung des Sohnes Gottes tragen und ausüben, ihre Kraft mit Pornografie vergeuden oder ihr Leben im Cyberspace verbringen. Ironischerweise sind sie dann zwar von der Welt, aber nicht in der Welt. Brüder, wir haben ein Werk zu verrichten. Junge Männer, ihr müsst in der Schule gute Leistungen bringen und eure Ausbildung nach dem Schulabschluss fortsetzen. Einige von euch werden an der Universität studieren wollen und eine Karriere im Wirtschaftsleben, in der Agrarwirtschaft, in der Politik oder sonst einen Beruf anstreben. Einige werden sich in Kunst, Musik und den darstellenden Künsten hervortun. Wieder andere werden ein Handwerk erlernen wollen. Im Laufe der Jahre hatte ich etliche Handwerker bei mir zu Hause, die allerhand umbauten und reparierten. Ich habe die Fertigkeiten dieser Männer und ihre Fähigkeit zu schwerer Arbeit bewundert. All die Tischler, Elektriker, Klempner, Maler, Fliesen- und Bodenleger und Dachdecker. Wesentlich ist, dass ihr in dem, wofür ihr euch entscheidet, tüchtig seid, damit ihr eine Familie versorgen und Gutes für Gesellschaft und Land beitragen könnt. Vor kurzem sah ich ein Video, in dem ein Tag im Leben eines 14-Jährigen in Indien gezeigt wurde. Er steht früh auf und arbeitet vor und nach der Schule in zwei Jobs, viele Stunden täglich. Und das 6,5 Tage pro Woche. Mit seinem Einkommen leistet er einen wesentlichen Beitrag zum Unterhalt seiner Familie. Nach Einbruch der Dunkelheit radelt er auf seinem zerbeulten Fahrrad von seinem zweiten Job rasch nach Hause, bemüht sich, in den verbleibenden Stunden irgendwie seine Hausaufgaben unterzubringen, bevor er zwischen 22.30 Uhr oder 23 Uhr zwischen seine schlafenden Geschwister auf seine Schlafstatt auf dem Boden fällt. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber ich bewundere seinen Fleiß und seinen Mut. Er tut trotz beschränkter Mittel und Möglichkeiten alles, was er nur kann, und er unterstützt seine Familie. Ich bin mir sicher, dass er mit zunehmendem Alter eine wirkliche Kraft zum Guten werden wird. Fasst euch ein Herz und bereitet euch ungeachtet eurer Lebensumstände bestmöglich vor. Bereitet euch darauf vor, ein guter Ehemann und Vater zu werden und ein anständiger, leistungsfähiger Bürger. Bereitet euch darauf vor, dem Herrn zu dienen, dessen Priestertum ihr tragt. Wo auch ihr sein mögt, der Vater im Himmel achtet auf euch. Und deswegen sage ich, wie Jehova zu Joshua, allen, wo immer ihr auch gerade seid, wenn ihr diese Botschaft hört, seid mutig und stark. Fasst euch ein Herz und bereitet euch ungeachtet eurer Lebensumstände bestmöglich vor. Bereitet euch darauf vor, ein guter Ehemann und Vater zu werden und ein anständiger, leistungsfähiger Bürger. Bereitet euch darauf vor, dem Herrn zu dienen, dessen Priestertum ihr tragt, wo ihr auch sein mögt. Der Vater im Himmel achtet auf euch. Ihr seid nicht allein. Ihr habt das Priestertum und die Gabe des Heiligen Geistes. Wenn ihr euch weiterhin anstrengt und seine Gebote haltet, werden sie euch so manche Möglichkeit auftun. Sie werden vielerorts gebraucht und hauptsächlich auch in ihrem Kollegium. Wir brauchen Kollegien, die mehr sind als bloße Sonntagsklassen. Und wir brauchen Kollegiumsführer, die sich darauf konzentrieren, das Werk des Herrn zu tun. Denkt auch an die Missionsarbeit. Junge Männer, ihr habt keine Zeit zu vergeuden. Ihr müsst euch dringend besser und früher vorbereiten. Ihr könnt nicht warten, bis ihr 17 oder 18 Jahre alt seid, bis es euch ernst damit ist. Die Kollegien des aaronischen Priestertums können ihren Mitgliedern helfen, den Eid und Bund des Priestertums zu verstehen und sich auf die Ordinierung zum Ältesten vorzubereiten. Sie können ihnen helfen, die heiligen Handlungen des Tempels zu verstehen und sich darauf vorzubereiten. Und sie können ihnen helfen, sich für eine erfolgreiche Mission bereit zu machen. Die Kollegien des melchisedekischen Priestertums können den Eltern dabei helfen, Missionare auszusenden, die mit ganzem Herzen bei der Sache sind. Und in jeder Gemeinde und in jedem Zweig können diese Kollegien zielführend mit den dort dienenden Vollzeitmissionaren zusammenarbeiten. Eine ähnliche Arbeit ruht ebenfalls hauptsächlich auf den Schultern der Priestertumsträger, nämlich der Aufruf des Heilands, den Präsident Thomas S. Monson so oft wiederholt hat, diejenigen zu retten, die sich von der Kirche entfernt haben oder aus irgendeinem Grund unzufrieden mit ihr sind. Bei diesen Bemühungen sind wir sehr erfolgreich, unter anderem durch den hervorragenden Einsatz der jungen Männer.
Ein AP-Kollegium in der spanisch sprechenden Gemeinde Rio Grande in Albuquerque, New Mexico, beriet darüber, wen es zurückbringen könne. Dann besuchten sie als Gruppe jeden Einzelnen. Ein Junge sagte, ich habe nicht gewusst, dass so viele wollen, dass ich mit ihnen in die Kirche gehe. Nun will ich mit ihnen in die Kirche gehen. Als die Kollegiumsmitglieder einen dieser jungen Männer besuchte und zur Kirche einluden, fragten sie ihn gleich, ob er nicht mit ihnen einen weiteren Jungen besuchen wolle. Und das tat er dann auch. Ein weiteres anspruchsvolles, aber anregendes Werk im Priestertum ist die Genealogie und die Tempelarbeit. In Kürze gibt es einen Brief der ersten Präsidentschaft, in dem die Aufforderung zu diesem wichtigen Teil der Arbeit, die wir zu verrichten haben, erneuert und mit einer höheren Vision verbunden wird. Unsere Kollegien sind einander brüderlich verbunden und unterstützen einander. Präsident Gordon B. Hinckley hat einmal gesagt, wie herrlich wird der Tag sein, liebe Brüder, da sich die Absichten des Herrn erfüllen, wenn nämlich unsere Priestertumskollegien für alle Männer, die ihnen angehören, ein starker Anker sind und jedermann sagen kann, ich gehöre einem Priestertumskollegium der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage an. Ich bin jederzeit bereit, meinen Brüdern zu helfen, wenn sie mich brauchen. Und ich weiß mit Sicherheit, dass sie bereit sind, auch mir zu helfen. Wenn wir zusammenarbeiten, wachsen wir, die Bundessöhne Gottes, auch geistig. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir unerschrocken und selbstsicher jedem Sturm standhalten, der uns entgegenbraust, sei er wirtschaftlicher, gesellschaftspolitischer oder geistiger Natur. Ende des Zitats. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten kommt dem Arbeitsplatz besondere Dringlichkeit zu. In einer früheren Botschaft der Kirche zum Thema Wohlfahrt steht, wenn ein Mann keine Arbeit hat, ist das für die Kirche von besonderem Belang. Er ist seines Erbteils beraubt und wird geprüft wie einst Job. Seine Redlichkeit steht in Frage. Wenn aus Wochen voller Widrigkeiten zunächst Monate und schließlich Jahre werden, gräbt sich die Schmach immer tiefer ein. Die Kirche kann nicht hoffen, sie könne einen Mann am Sonntag erretten, wenn sie unter der Woche gleichgültig Zeuge wird, wie seine Seele gekreuzigt wird. Im April 2009 hat Richard C. Edgley, ein ehemaliger Ratgeber in der präsidierenden Bischofschaft, von einem vorbildlichen Kollegium erzählt, das sich zusammengetan hat, um einem Kollegiumsmitglied zu helfen, das arbeitslos geworden war. Die Werkstatt Phil's Auto in Centerville, Utah, ist ein Beweis dafür, was Priestertumsführer und ein Kollegium erreichen können. Phil war Mitglied eines ältesten Kollegiums und arbeitete als Mechaniker in einer Autowerkstatt am Ort. Unglücklicherweise geriet die Werkstatt in wirtschaftliche Schwierigkeiten und musste Phil entlassen. Diese Wendung der Dinge war für ihn niederschmetternd. Als sein Bischof Leon Olson und sein ältesten Kollegiumspräsident erfuhren, dass Phil seine Arbeit verloren hatte, überlegten sie im Gebet, wie sie Phil wieder auf die Beine helfen könnten. Schließlich war er ihr Bruder im Kollegium und benötigte Hilfe. Sie fanden, Phil habe das Zeug, eine eigene Werkstatt zu führen. Ein Bruder im Kollegium meinte, er habe noch eine alte Scheune, die man vielleicht als Werkstatt einrichten könnte. Andere Kollegiumsmitglieder konnten das notwendige Werkzeug und Ersatzteile für die Grundausstattung der Werkstatt beschaffen. Und fast jeder im Kollegium konnte wenigstens helfen, die Scheune herzurichten. Sie trugen Phil ihre Ideen vor, dann berichteten sie den Kollegiumsmitgliedern von ihrem Plan. Die Scheune wurde gesäubert und instand gesetzt, die Werkzeuge zusammengetragen und alles Notwendige veranlasst. Phils Auto war ein Erfolg. Und schließlich zog Phil in bessere, weniger provisorische Räume ein. All das, weil seine Brüder im Kollegium in der Krise ihre Hilfe angeboten hatten. Natürlich ist es so, wie die Propheten in all den Jahren immer wieder gesagt haben. Die wichtigste Arbeit, die sie jemals für den Herrn tun können, ist das, was sie in ihren vier Wänden tun. Wir haben viel zu tun, um die Ehe in einem gesellschaftlichen Umfeld zu stärken, das ihre Bedeutung zunehmend bagatellisiert und ihre Zwecke verneint. Wir haben viel zu tun, um unsere Kinder zu lehren, zu beten und untadelig vor dem Herrn zu wandeln. Unsere Aufgabe ist keine geringere, als unseren Kindern zu helfen, dass sie die mächtige Wandlung im Herzen, die Bekehrung zum Herrn erleben, die so beredt im Buch Mormon beschrieben wird. Gemeinsam mit der Frauenhilfsvereinigung können die Priestertumskollegien die Eltern darin schulen, wie man Kindern hilft, sich zu bekehren. Und sie können die Segnung des Priestertums in Familien mit nur einem Elternteil bringen. Brüder, Sie können es schaffen.
gehen Sie ergebnisorientiert vor, statt bloße Geschäftigkeit an den Tag zu legen. That an effectual door shall be opened for you. Begin to speak, and he promises. Der Herr wird Ihnen beistehen. Vielleicht wissen Sie nicht genau, was Sie tun sollen oder sagen sollen, aber fangen Sie einfach an. Öffnen Sie den Mund, und er verheißt, ihr werdet vor den Menschen nicht zu Schande werden, denn es wird euch zur selben Stunde, ja im selben Augenblick eingegeben, was ihr sagen sollt. And we have call upon his grace and his priesthood. Wir haben einen Erretter, der uns ermutigt und mit Kraft aus der Höhe ausstattet. Die Kirche, die Welt und die Frauen sehnen sich nach Männern, echten Männern, die Fähigkeiten und Talente besitzen und bemüht sind, diese auszubauen, die für das Rechte einstehen und nicht davor zurückschrecken, Opfer zu bringen, die arbeitswillig sind und die anderen helfen. Glück und Errettung zu erlangen. Sie rufen, erhebt euch, o Männer Gottes. Möge Gott uns hierin beistehen, im Namen Jesu Christi. Amen. Heute Abend, und dafür bin ich besonders dankbar, richte ich mich als Bischof an die jungen Männer des aaronischen Priestertums, die in aller Welt zu dieser allgemeinen Priestertumsversammlung zusammengekommen sind. Ich möchte euch die Geschichte aus dem Buch Mormon erzählen, in der es um Helaman und seine 2000 jungen Krieger geht. Die folgende Schriftstelle gewährt uns Einblicke in den Charakter dieser jungen Männer und wird euch, die jungen Männer, in der letzten Zeit inspirieren. Ich zitiere eine meiner Lieblingsschriftstellen. Und es waren alles junge Männer, und sie waren wegen ihres Mutes und auch ihrer Stärke und Regsamkeit überaus tapfer. Aber siehe, dies waren nicht alles. Es waren Männer, die zu allen Zeiten und in allem, was ihnen anvertraut war, treu waren. Mut, Stärke, Regsamkeit und Treue. Welch vortrefflichen Eigenschaften. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit auf die erste Eigenschaft, mit der sie beschrieben werden, richten. Wegen ihres Mutes tapfer. Ich glaube, dass damit die Überzeugung dieser jungen Männer gemeint ist, mutig das Rechte zu tun oder, wie Alma sagte, dass sie bereit waren, allzeit und überall als Zeugen Gottes aufzutreten. Die 2000 jungen Krieger hatten unzählige Gelegenheiten, ihren Mut unter Beweis zu stellen. Jeder von euch wird ebenfalls auf entscheidende Augenblicke im Leben stoßen, in denen Mut gefordert ist. Ein Freund von mir namens John hat mir von einem solchen Augenblick in seinem Leben erzählt. Vor einigen Jahren erhielt John einen Studienplatz an einer renommierten japanischen Universität. Ihm bot sich die Möglichkeit, dort an dem internationalen Programm mit vielen weiteren Studenten aus aller Welt teilzunehmen. Manche von ihnen schrieben sich ein, weil sie sich mit der Kultur und Sprache besser vertraut machen wollten. Andere sahen es als Sprungbrett für eine Karriere in Japan an. Alle hatten jedoch ihr Zuhause verlassen, um in einem fremden Land zu studieren. Kurz nachdem John angekommen war, sprach sich unter den ausländischen Studenten herum, dass eine Party auf dem Dach einer Privatwohnung stattfinden sollte. Am Abend machte sich John mit zwei Freunden auf den Weg zu der angegebenen Adresse. Nachdem sie mit dem Fahrstuhl zum obersten Stockwerk gefahren waren, stiegen sie eine Treppe hinauf, die aufs Dach führte, und fingen an, sich mit den anderen zu unterhalten. Als es langsam später wurde, veränderte sich die Stimmung. Es wurde lauter, die Lautstärke und Musik und Alkoholkonsum nahmen stetig zu. Und John fühlte sich immer unbehaglicher. Auf einmal fing jemand an, die Studenten alle in einen großen Kreis einzugliedern, um dann Haschisch-Zigaretten herumzureichen. John verzog das Gesicht und sagte seinen beiden Freunden, es sei jetzt an der Zeit, nach Hause zu gehen. Einer der beiden erwiderte mit einem fast spöttischen Ton, John, das ist doch ganz leicht, wir stellen uns halt mit in den Kreis und wenn wir an der Reihe sind, reichen wir das Ding einfach weiter, anstatt es zu rauchen. Dann müssen wir uns hier nicht vor allen anderen lächerlich machen. Es hörte sich einfach an, klang jedoch nicht richtig. John wusste, dass er den anderen seine Absicht mitteilen und dann handeln musste. Er nahm allen Mut zusammen und erklärte, dass sie machen könnten, was sie wollten, doch er werde jetzt gehen. Einer der Freunde beschloss, da zu bleiben und stellte sich mit in den Kreis. Der andere folgte John zögerlich die Treppe hinab zum Fahrstuhl. Als sich die Tür zum Fahrstuhl öffnete, stiegen zu ihrer großen Überraschung japanische Polizisten aus und eilten die Treppe zum Dach hinauf. John und sein Freund gingen in den Fahrstuhl hinein und fuhren hinunter.
Als die Polizisten oben an der Treppe erschienen, warfen die Studenten schnell die Drogen über die Dachkante, um nicht erwischt zu werden. Nachdem die Polizisten die Treppe abgesperrt hatten, reihten sie alle Studenten auf dem Dach auf und forderten sie auf, beide Hände nach vorne auszustrecken. Dann liefen sie die Reihe entlang und rochen sorgfältig an den Daumen und Zeigefingern jedes Studenten. Jeder, der das Haschisch in der Hand gehalten hatte, wurde für schuldig befunden. Und die Konsequenzen waren gewaltig. Die Studenten, die auf dem Dach geblieben waren, wurden fast ausnahmslos von ihren Universitäten verwiesen. Und wer eine Straftat überführt wurde, dem stand die Ausweisung aus Japan bevor. Ihr Traum von einem Studium, jahrelange Vorbereitung und die Möglichkeit, einmal in Japan zu arbeiten, wurden in einem Augenblick zunichte gemacht. Ich möchte euch erzählen, was mit den drei Freunden geschah. Der Freund, der auf dem Dach geblieben war, wurde von seiner Universität in Japan verwiesen und nach Hause geschickt. Der Freund, der in jener Nacht mit John weggegangen war, vollendete sein Studium in Japan und machte anschließend noch zwei weitere Abschlüsse an Universitäten in den Vereinigten Staaten. Seine Karriere führte ihn zurück nach Asien, wo er beruflich sehr erfolgreich war. Er ist John bis auf den heutigen Tag dankbar. Für John hatte sich die Konsequenzen als unermesslich herausgestellt. Sein Aufenthalt in Japan in jenem Jahr führte zu einer glücklichen Ehe und später zur Geburt zweier Söhne. Er ist erfolgreicher Geschäftsmann und seit kurzem Professor an einer japanischen Universität. Stellt euch einmal vor, wie anders sein Leben verlaufen wäre, hätte er an jenem Abend in Japan nicht den Mut gehabt, von der Party wegzugehen. Junge Männer, ihr werdet, so wie John, manchmal Mut zur Rechtschaffenheit haben müssen und vor euren Freunden unter Beweis stellen müssen. Darüber hinaus findet der Kampf gegen den Widersacher heute auch im Privaten, auf dem stillen Schlachtfeld des Bildschirms statt. Die moderne Technik bringt trotz ihrer Vorteile auch Herausforderungen mit sich, den sich frühere Generationen nicht stellen mussten. Bei einer vor kurzem in den USA durchgeführten Studie stellte sich heraus, dass die Jugendlichen heutzutage nicht nur in besorgniserregendem Maße in der Schule, sondern auch im virtuellen Raum versucht werden. Es zeigte sich, dass es bei Jugendlichen, die in sozialen Netzwerken im Internet Fotos sehen, auf denen Alkohol und Drogen konsumiert wurden, 3 bis 4 Mal wahrscheinlicher ist, dass sie es selbst ausprobieren. Ein ehemaliges Kabinettsmitglied der Vereinigten Staaten sagte dazu, bei der diesjährigen Studie kam heraus, dass es eine neue Art des Gruppenzwangs gibt, nämlich den digitalen Gruppenzwang. Der digitale Gruppenzwang geht über den Kreis der Freunde und Bekannten des Kindes hinaus. Er dringt in das Haus und in das Kinderzimmer über das Internet hinein. Ob wir unseren Mut unter Beweis stellen, hängt oft nur davon ab, ob wir etwas anklicken oder nicht. In der Anleitung verkündet mein Evangelium, lernen die Missionare, was sie denken und tun, wenn sie allein sind und sich unbeobachtet glauben, daran lässt sich messen, wie tugendhaft sie sind. Habt Mut, seid stark, steht an heiligen Stätten und seid unerschütterlich. Junge Männer, ich verheiße euch, dass der Herr euch stark machen wird. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft. Er wird euch für euren Mut und eure Rechtschaffenheit belohnen. Solchen Mut entwickelt ihr, indem ihr an Jesus Christus und sein Sühnopfer glaubt, indem ihr betet und die Gebote haltet. Präsident N. Eldon Tanner hat erklärt, ein einzelner Junge auf dem Schulhof kann einen immens guten Einfluss ausüben. Ein einzelner junger Mann in der Fußballmannschaft, in der Universität oder im Kreis seiner Kollegen kann unsagbar viel Gutes bewirken, indem er das Evangelium lebt, sein Priestertum ehrt und für das Rechte einsteht. Oft werdet ihr Kritik und Spott selbst von denen ernten, die das Gleiche glauben wie ihr. Obgleich sie euch vielleicht dafür respektieren, dass ihr das Rechte tut. Denkt jedoch daran, dass auch der Heiland gefoltert, verspottet, angespuckt und am Ende gekreuzigt wurde, weil er von seiner Überzeugung nicht abbringen ließ. Habt ihr euch je darüber Gedanken gemacht, was passiert wäre, wenn er nachgegeben hätte? Ach, was soll's, gesagt hätte und seine Mission aufgegeben hätte? Wollen wir das Handtuch werfen oder wollen wir tapfere Diener sein? Allen Widerständen und allem Übel in der Welt zum Trotz, lasst uns den Mut aufbringen, uns zu erheben und zu den treuen, hingebungsvollen Nachfolgern Christi gezählt zu werden. Ich fordere euch auf,
wie die 2000 jungen Krieger zu sein, indem ihr als würdige Priestertumsträger mutig und tapfer seid. Denkt daran, was ihr tut, wohin ihr geht und was ihr seht, das bestimmt, was aus euch wird. Wer möchtet ihr einmal werden? Werdet ein würdiger Diakon, ein würdiger Lehrer und ein würdiger Priester. Setzt es euch schon heute euch zum Ziel, für den Tempelbesuch würdig zu sein und euer nächstes Amt im Priestertum zu empfangen, sobald ihr alt genug dafür seid und schließlich das melchisedekische Priestertum zu tragen. Dies ist der Weg zur Rechtschaffenheit, für den ihr Gottes Hilfe erbitten könnt. Der Herr hat gesagt, darum wird in seinen Verordnungen die Macht des Göttlichen kundgetan. Eure Eltern, Priestertumslehrer und die Ratschläge der Propheten, die in euren Heften Pflicht vor Gott und für eine starke Jugend finden, führt auf diesen Weg. Präsident Thomas S. Monson hat uns erklärt, kluge Entscheidungen erfordern Mut, den Mut, Nein zu sagen, den Mut, Ja zu sagen. Ich bitte euch inständig, jetzt die Entscheidung zu treffen, nicht von dem Weg abzuweichen, der euch zu unserem Ziel führt, zum ewigen Leben bei unserem Vater im Himmel. Wie die 2000 Krieger, die dem Schlachtruf ihres Anführers Helaman folgten und tapfer ihren Mut zusammennahmen, könnt auch ihr dem Schlachtruf eures Propheten und Anführers, nämlich Präsident Thomas S. Monson, folgen. Meine jungen Träger des aaronischen Priestertums. Zum Abschluss möchte ich euch mein Zeugnis von Gott Vater, Jesus Christus und den Worten Joseph Smiths geben. Brüder, sollen wir in einer so großen Sache nicht vorwärts gehen? Geht vorwärts und nicht rückwärts. Mut, Brüder, und auf zum Sieg. Im Namen Jesu Christi. Amen. In meiner Jugend fuhren wir als Familie immer durch die Rocky Mountains, um meine Großeltern zu besuchen. Die Straße begann im Flachland zwischen Beifußsträuchern in der Wüste, stieg über steile, kiefernbewachsene Hänge an und kam dann zwischen Espenhainen und Bergwiesen heraus, von wo aus wir fast endlos weit in die Ferne blicken konnten. Doch diese schöne Straße war nicht vollkommen sicher. Ein Großteil der Schnellstraße war in die steile Bergwand gehauen worden. Um die Reisenden zu schützen, hatten die Straßenbauer Leitplanken angebracht und Schilder aufgestellt, die besagten: Achtung, Steinschlag. Wir sahen hinreichend Gründe für diese Warnungen. Entlang des Flussbetts, weit unterhalb der Straße, lagen Geröll und Felsbrocken weit verstreut. Ab und zu konnten wir unten in der Schlucht Autowracks sehen. Ein tragischer Beweis für Fahrer, die sich nicht in Acht genommen hatten. Brüder, jeder von Ihnen ist den Eid und Bund des melchisedekischen Priestertums eingegangen oder wird ihn bald eingehen. In diesem Bund inbegriffen ist eine herrliche Reise, die damit beginnt, dass wir sowohl das geringere als auch das höhere Priestertum empfangen, Fortschritt machen, indem wir unsere Berufungen groß machen und immer weiter hinaufsteigen zu den herrlichsten Ausblicken Gottes, bis wir alles empfangen, was der Vater hat. Der weise Konstrukteur dieser celestialen Straße hat Warnschilder für unsere Reise aufgestellt. Der Eid und Bund des Priestertums enthält eine Warnung, die verlangt, dass man in sich geht. Und nun gebe ich euch das Gebot, Acht zu haben in Bezug auf euch selbst. Warum gebietet Gott uns, Acht zu haben? Er weiß, dass der Satan ein wirkliches Wesen ist, das danach trachtet, unsere Seele in den Abgrund des Elends hinabzuziehen. Gott weiß auch, dass in jedem Priestertumsträger ein natürlicher Mensch steckt, der leicht auf Abwege gerät. Daher fordern die Propheten uns auf, durch Glauben, Umkehr, die errettenden heiligen Handlungen und das tägliche Leben nach dem Evangelium den alten Menschen abzulegen und Christus anzulegen. Während man den Weg des Priestertums hinaufsteigt, kann jeder Junge oder Mann hinabgezogen werden, wenn er nicht Acht gibt. Waren Sie schon einmal bestürzt und traurig, wenn ein herausragender junger Mann, ein frisch zurückgekehrter Missionar, ein geachteter Priestertumsführer oder einer ihrer Lieben ganz unerwartet zu Fall kam? Die Geschichte von David im Alten Testament ist ein tragisches Beispiel für leichtfertig verspielte Priestertumsmacht. Obwohl er in seiner Jugend Goliath besiegte und jahrzehntelang rechtschaffen lebte, war dieser Prophet und König in geistiger Hinsicht immer noch verwundbar. In dem entscheidenden Augenblick, als er die schöne Bathseba von seinem Dach aus baden sah, stand kein Sittenwächter in der Nähe, der rief: Hab Acht, David, du Narr!
Sein Versäumnis, auf sich selbst Acht zu haben und den Eingebungen des Heiligen Geistes zu folgen, führte zum Verlust seiner ewigen Familie. Brüder, wenn sogar der mächtige David vom Weg zur Erhöhung weggezogen werden konnte, wie können wir dann einem ähnlichen Schicksal entgehen? Die doppelten Leitplanken der tiefen persönlichen Bekehrung und starker Beziehungen in der Familie tragen dazu bei, dass wir auf der Straße bleiben, die in den Himmel führt. Da der Satan dies weiß, lässt er Felsbrocken auf unseren Weg im Priestertum fallen, die die Bekehrung zunichte machen und die Familie zerstören sollen. Glücklicherweise haben Jesus und seine Propheten Warnschilder entlang des Weges aufgestellt. Sie warnen davor, dass Stolz die Bekehrung zunichte machen kann und Sünden wie Zorn und Begierde die Familie zerstören können. Vor langer Zeit hat Mose geraten, nimm dich in Acht, dass du nicht den Herrn vergisst. In unserer schnelllebigen Welt voller Vergnügungen sind die Menschen immer noch schnell dabei, den Herrn, ihren Gott, zu vergessen, Übles zu tun und sich von dem Bösen verleiten zu lassen. Damit wir inmitten der Steinschläge, der Versuchung, sicher auf dem Weg des Priestertums bleiben, möchte ich uns an 6 wichtige Grundsätze erinnern, die die Bekehrung vertiefen und die Familie stärken. Erstens. Das Gebet öffnet immer die Tür für göttliche Hilfe, damit man den Satan besiegen kann. Jedes Mal, wenn Jesus die Priestertumsträger warnt, dass sie sich hüten sollen, weil der Satan sie wie Spreu aussondern möchte, nennt er das Gebet als Mittel gegen Versuchung. Präsident Monson hat gesagt, falls sich jemand unter uns den Rat, immer zu beten, noch nicht zu Herzen genommen hat, ist jetzt der beste Zeitpunkt, damit zu beginnen. Ein Mensch ist niemals größer, als wenn er niederkniet. Zweitens. Wenn wir die heiligen Schriften aus alter und neuer Zeit studieren, verbindet uns das mit Gott. Der Herr forderte die Mitglieder der Kirche eindringlich auf, sich in Acht zu nehmen, wie sie mit den Propheten umgehen, damit sie nicht als etwas Leichtes erachtet werden und sie dadurch unter Schuldigsprechung geraten und stolpern und fallen. Um dieser ernüchternden Verurteilung zu entgehen, müssen wir eifrig die heiligen Schriften und auch die Zeitschriften und Internetseiten der Kirche lesen, wo wir vom erwählten Propheten des Herrn auf ganz persönliche Weise Rat erteilt bekommen. Drittens, wenn wir würdig an den heiligen Handlungen teilnehmen, bereitet uns dies darauf vor, den Heiligen Geist als unseren Führer zu nehmen. Als der Heiland warnte, hütet euch, dass ihr euch nicht täuschen lässt, verhieß er, dass dies nicht geschehen würde, wenn wir ernstlich nach den besten Gaben trachten. Wenn die Mitglieder jede Woche würdig vom Abendmahl nehmen, kann sein Geist immer mit ihnen sein. Im Tempel können wir eine Fülle des Heiligen Geistes empfangen. Viertens, aufrichtige Liebe zeigen ist das Entscheidende bei der persönlichen Bekehrung und in den Beziehungen in der Familie. König Benjamin hat gewarnt, hütet euch davor, dass Streitigkeiten unter euch entstehen. Vergessen wir nie, dass der Satan der Vater des Streites ist und danach trachtet, dass man in der Familie miteinander kämpft und streitet. Brüder, sollten wir irgendjemandem in unserer Familie emotional, verbal oder körperlich misshandeln, verlieren wir unsere Priestertumsmacht. Setzen wir alles daran, Zorn zu zügeln. Unsere Angehörigen sollen Segen und keine Flüche aus unserem Mund hören. Einfluss auf andere müssen wir allein mit überzeugender Rede, Langmut, Milde, Sanftmut, ungeheuchelter Liebe, Wohlwollen und Nächstenliebe ausüben. Fünftens, das Gesetz des Zehnten zu befolgen ist ein entscheidender Bestandteil des Glaubens und der Einheit in der Familie. Weil der Satan Gier und das Streben nach Besitz dafür nutzt, um die Familie vom Weg in die zelestiale Herrlichkeit abzubringen, hat Jesus gesagt, gebt Acht, hütet euch vor Habgier. Habgier wird gezügelt, wenn wir unser Einkommen planen, jährlich den Zehnten und ein großzügiges Fastopfer zahlen, Ausgaben einplanen, unnötige Schulden vermeiden, für künftige Bedürfnisse sparen und in zeitlicher Hinsicht unabhängig werden. Gott hat uns verheißen, euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Sechstens, wenn wir voll und ganz nach dem Gesetz der Keuschheit leben, erlangen wir das Vertrauen, in der Gegenwart Gottes stehen zu können, mit dem Heiligen Geist als unserem ständigen Begleiter. Der Satan greift die Tugend und die Ehe mit einer Lawine von Widerwärtigkeiten an. Als der Herr die Ehebrecher aufforderte, sich in Acht zu nehmen und schnell umzukehren, ging seine Definition über den Akt des Ehebruchs hinaus und schloss die lüsternen Gedanken mit ein, die dem vorausgehen. Neuzeitliche Propheten und Apostel haben oft über die solche Pornografie gesprochen. Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt, Pornografie ist wie ein tobender Sturm,
der den Einzelnen und ganze Familien zerstört und das, was einmal gut und schön war, völlig zugrunde richtet. Für jeden, der sich damit abgibt, ist die Zeit gekommen, sich aus diesem Morast zu befreien. Sollten Sie in Versuchung geraten, das Gesetz der Keuschheit in irgendeiner Weise zu brechen, folgen Sie dem Beispiel Josefs aus Ägypten. Er lief hinaus. Diese sechs wichtigen Grundsätze helfen Priestertumsträgern, den Weg zum Himmel sicher zwischen den geistigen Leitplanken der eigenen Bekehrung und der festen Beziehungen in der Familie weiter hinaufzugehen. Ihr jungen Brüder, wenn ihr diese Grundsätze befolgt, bereitet euch das auf die Tempelbündnisse vor, auf den Dienst als Vollzeitmissionar und auf die ewige Ehe. Ehemänner und Väter, wenn Sie nach diesen Grundsätzen leben, sind Sie in der Lage, in Rechtschaffenheit über Ihre Familie zu präsidieren und als Ihr geistiger Führer zu fungieren, mit Ihrer Ehefrau als gleichwertiger Partnerin. Der Weg des Priestertums ist eine Reise voller Freude. In Hinblick auf meine Erlebnisse als Jugendlicher erinnere ich mich an eine Fahrt durch die Rocky Mountains. Nachdem wir an einem Warnschild Achtung Steinschlag vorbeigekommen waren, bemerkte mein Vater, wie kleine Steine vor uns auf den Asphalt fielen. Er bremste schnell ab, sodass das Auto fast zum Stehen kam, und genau in diesem Moment flog ein Felsbrocken in der Größe eines Basketballs an uns vorbei. Mein Vater wartete, bis der Steinschlag vorbei war, und fuhr erst dann weiter. Die anhaltende Aufmerksamkeit meines Vaters und seine schnelle Reaktion bewirkten, dass unsere Familie ihr Ziel sicher erreichte. Brüder, der Satan trachtet danach, die Menschenseelen zu vernichten. Wenn Ihre Seele geistig auf den Rand einer Klippe zutrifftet, bleiben Sie stehen, bevor Sie hinunterfallen, und steuern Sie zurück auf Kurs. Wenn Sie das Gefühl haben, Ihre Seele liege zerschlagen unten in einer Schlucht, statt hoch oben auf dem Weg des Priestertums, weil Sie Warnschilder missachtet und gesündigt haben, so bezeuge ich Ihnen, dass Sie durch aufrichtige Umkehr und die Macht des Sühnopfers Jesu Christi emporgehoben und zurück auf den Weg Gottes gebracht werden können, der zum Himmel führt. Jesus hat gesagt, hütet euch vor der Heuchelei. Wenn Sie nicht würdig sind, das Priestertum auszuüben, dann sprechen Sie bitte mit Ihrem Bischof, der Ihnen bei der Umkehr helfen kann. Fassen Sie Mut, denn obwohl der Erlöser nachdrücklich sagt, hütet euch und lasst ab von Sünde, verheißt er auch, ich, der Herr, vergebe euch. Geht eurer Wege und sündigt nicht mehr. Ich lege jedem Jungen und jedem Mann ans Herz, auf dem Weg des Priestertums zu bleiben, indem er sich eingehender bekehrt und seine Familie stärkt. Das Gebet, die heiligen Schriften und heilige Handlungen vertiefen die Bekehrung. Liebe, der Zehnte und Keuschheit stärken die Familie. Vermeiden wir Unheil, indem wir auf die geistigen Warnschilder achten, die Gott und die Propheten entlang unseres Weges aufgestellt haben. Bemühen wir uns, dem vollkommenen Beispiel Jesu Christi zu folgen, der Versuchungen litt, ihnen aber keine Beachtung schenkte. Ich verspreche Ihnen, wenn wir Brüder den Bund des Priestertums halten, um Acht zu haben in Bezug auf uns selbst, können wir und unsere Familie sicher sein, dass wir unseren erhabenen Bestimmungsort im zelestialen Reich in Sicherheit erreichen. Dies bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen. Thank you, brethren. Vielen Dank, Brüder. Der Chor und alle Anwesenden singen nun Herr und Gott der Himmelsheere, Nummer 47 im Deutschen Gesangbuch. Im Anschluss daran habe ich die Ehre, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Nach meinen Worten hören wir von Präsident Henry B. Eyring, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft.
Vor vielen Jahren beschlossen ein paar Flugkapitäne von anderen Fluggesellschaften und ich, uns einen Kindheitstraum zu erfüllen und ein altes Flugzeug zu restaurieren. Gemeinsam erwarben wir eine ramponierte Piper Cub, Baujahr 1938, und begannen, sie so gut wie möglich wieder in ihre alte Form zu bringen. Es war ein echter Liebesdienst. Für mich hatte er besondere Bedeutung, weil ich als junger Mann in einem ähnlichen Flugzeug fliegen gelernt hatte. Die ersten Modelle dieses Typs wurden gerade einmal 35 Jahre nach dem berühmten Jungfernflug der Brüder Wright hergestellt. Allein bei dem Gedanken daran fühle ich mich sehr alt. Der Motor hatte noch keinen elektrischen Anlasser. Während man vom Cockpit aus den Kraftstoff vorpumpte, musste jemand anders am Boden nach einem Propellerblatt greifen und ihm kräftig Schwung geben, bis der Motor ansprang und von alleine weiterlief. Jeder Startvorgang hatte etwas Aufregendes und Tollkühnes an sich. Sobald die Piper Cub abgehoben hatte, merkte man, dass Schnelligkeit nicht ihre Sache war. Im Grunde hatte man schon bei starkem Gegenwind das Gefühl, man komme überhaupt nicht vom Fleck. Ich weiß noch, wie ich mit meinem heranwachsenden Sohn über die Autobahn flog und feststellen musste, dass die Autos unten uns zügig überholten. Aber ich liebte dieses kleine Flugzeug. Dies war die einzig wahre Art, das Wunderbare und Schöne am Fliegen zu erleben. Man konnte hören, fühlen, riechen und schmecken und sehen, was es mit der Fliegerei auf sich hat. Die Brüder Wright drückten es so aus: Nichts ist der Freude des Fliegers vergleichbar, der sich auf großen weißen Schwingen durch die Lüfte tragen lässt. Dieses Jahr hingegen war es mir vergönnt, in einem hochmodernen F-18 Kampfflugzeug mit den berühmten Blue Angels mitzufliegen, der Kunstflugstaffel der US-Marine. Es war wie ein Rückflug in die Vergangenheit, weil ich fast auf den Tag genau 50 Jahre zuvor bei der Luftwaffe meine Ausbildung zum Kampfpiloten abgeschlossen hatte. Das Flugerlebnis in der F-18 war natürlich ein ganz anderes als das in der Piper Cub. Da wurde mir das Schöne am Fliegen viel dynamischer vorgeführt. Es war, als fänden die bestehenden Gesetze der Aerodynamik noch vollkommener Anwendung. Doch der Flug mit den Blue Angels machte mir auch schnell wieder bewusst, dass die Kampffliegerei eine Sache für junge Leute ist. Um noch einmal die Brüder Wright zu zitieren: Mehr als alles andere empfindet man beim Fliegen einen vollkommenen Frieden, gemischt mit einer Erregung, bei der jeder Nerv bis aufs Äußerste angespannt ist. Außerdem schien der Flug mit den Blue Angels, was ja blaue Engel bedeutet, dafür zu sprechen, dass es wohl noch andere Engel gibt, die einen umgeben und emportragen. Würde man mich fragen, welches dieser beiden Flugerlebnisse mir mehr gefallen hat, wüsste ich nicht, was ich sagen sollte. In mancherlei Hinsicht unterscheiden sie sich, gelinde gesagt, ganz erheblich. Doch andererseits waren sie sich wiederum ziemlich ähnlich. Sowohl in der Piper Cub als auch in der F-18 fand ich das Fliegen aufregend, schön und erfreulich. In beiden spürte ich den Ruf des Dichters, den zehn Fesseln der Erde zu entkommen und auf silbrigen Schwingen fröhlich durch die Luft zu tanzen. Sie fragen sich vielleicht, was diese beiden völlig unterschiedlichen Flugerlebnisse mit unserer heutigen Versammlung zu tun haben oder mit dem Priestertum, das wir tragen dürfen, oder dem Dienen im Priestertum, dem wir alle so gern nachgehen. Brüder, unterscheiden sich unsere Erlebnisse beim Dienen im Priestertum nicht alle sehr voneinander? Man könnte sagen, einige von ihnen fliegen eine F-18 und andere eine Piper Cub. Einige von ihnen leben in einer Gemeinde oder einem Pfahl,
wo jeder Posten vom Assistenten über den Hohepriestergruppenleiter bis zum Sekretär im Diakonskollegium mit einem aktiven Priestertumsträger besetzt ist. Sie genießen den Vorzug, in einer Gemeinde mitzuwirken, die personell gut ausgestattet ist. Andere wiederum leben in einem Gebiet der Erde, wo es nur ein kleines Häuflein Mitglieder der Kirche und Priestertumsträger gibt. Sie kommen sich vielleicht verlassen vor und sind bedrückt von der Last all dessen, was zu tun ist. Unter Umständen müssen sie sehr oft persönlich Hand anlegen, um den Motor für das Dienen im Priestertum zu starten. Manchmal mag es sogar so scheinen, als komme ihre Gemeinde oder ihr Zweig überhaupt nicht voran. Doch wie ihre Aufgaben und die Verhältnisse auch aussehen mögen, sie wissen so gut wie ich, dass einem das eifrige Dienen im Priestertum immer eine ganz besondere Freude bereitet. Ich bin immer sehr gern geflogen, ob in einer Piper Cup, einer F-18 oder in einem anderen Flugzeug. Als ich in der Piper Cup saß, habe ich mich nicht über die mangelnde Geschwindigkeit beklagt. Als ich in der F-18 saß, habe ich mich nicht beschwert, wenn mich die Kunstflugmanöver gnadenlos mein fortgeschrittenes Alter spüren ließen. Ja, es gibt in jeder Situation etwas, was nicht vollkommen ist. Ja, es ist immer leicht, sich zu beklagen. Aber Brüder, wir tragen das heilige Priestertum nach der Ordnung des Sohnes Gottes. Einem jeden von uns sind Hände aufgelegt worden und wir alle haben das Priestertum Gottes empfangen. Uns wurden die Vollmacht und der Auftrag erteilt, als Gottes Diener auf Erden in seinem Namen zu handeln. Ob in einer großen Gemeinde oder einem kleinen Zweig, wir werden berufen zu dienen, Segen zu spenden und in allem zum Wohle der Menschen und Angelegenheiten zu handeln, die uns anvertraut sind. Was könnte einem noch größere Freude bereiten? Mögen wir verstehen, was das Dienen im Priestertum bedeutet, dankbar dafür sein und Freude daran haben. Meine Liebe zur Fliegerei hat meinem ganzen Leben die Richtung vorgegeben. Doch so erfrischend und beglückend meine Erlebnisse als Pilot auch waren, meine Erlebnisse als Mitglied dieser Kirche waren noch viel tiefgreifender, freudevoller und nachhaltiger. Wenn ich mich in meine Aufgaben in der Kirche vertieft habe, habe ich die Allmacht Gottes ebenso verspürt wie seine liebevolle Barmherzigkeit. Als Pilot habe ich die Lüfte durchstreift. Als Mitglied der Kirche habe ich gespürt, wie der Himmel mich aufnimmt. Ab und zu vermisse ich es, in einem Cockpit zu sitzen. Doch wenn ich neben meinen Brüdern und Schwestern in der Kirche diene, wird dies ganz leicht wieder wettgemacht, dass ich den erhabenen Frieden und die Freude empfinden kann, die daher rühren, dass ich ein kleines Rädchen in dieser großen Sache und diesem großen Werk bin. Darauf würde ich um nichts auf der Welt verzichten wollen. Wir sind heute als eine mächtige Priesterschaft versammelt. Wir genießen die heilige Freude und den Vorzug, dem Herrn und unseren Mitmenschen zu dienen und das Beste in uns der hehren Aufgabe zu widmen, andere aufzurichten und das Reich Gottes aufzubauen. Wir wissen und verstehen, dass das Priestertum die ewige Macht und Vollmacht Gottes ist. Wir können diese Definition leicht aus dem Gedächtnis abrufen. Aber begreifen wir wirklich, was diese Worte bedeuten? Ich wiederhole: Das Priestertum ist die ewige Macht und Vollmacht Gottes. Denken Sie darüber nach. Durch das Priestertum erschuf Gott Himmel und Erde und herrscht er darüber. Durch diese Macht erlöst und erhöht er seine Kinder und bringt so die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande. Das Priestertum ist, wie der Prophet Joseph Smith erklärt hat, der Kanal, über den der Allmächtige begonnen hat, am Anfang der Erschaffung dieser Erde seine Herrlichkeit zu offenbaren.
und über den er sich den Menschenkindern bis zur gegenwärtigen Zeit weiter offenbart hat und über den er seine Absichten bis ans Ende der Zeit kundtun wird. Unser allmächtiger Vater im Himmel hat uns die Vollmacht im Priestertum anvertraut, uns sterblichen Wesen, die wir laut Definition mangelhaft und unvollkommen sind. Er gewährt uns die Vollmacht zur Errettung seiner Kinder in seinem Namen zu handeln. Durch diese Macht sind wir befugt, das Evangelium zu verkünden, die heiligen Handlungen der Errettung vorzunehmen, beim Aufbau des Reiches Gottes auf Erden mitzuhelfen und unserer Familie und unseren Mitmenschen ein Segen zu sein und ihnen zu dienen. Das Priestertum, das wir tragen, ist heilig. Dieses Priestertum mit allen Aufgaben, die dazugehören, kann man nicht kaufen. Man kann ihm nicht gebieten. Der Gebrauch der Priestertumsmacht lässt sich durch Stellung, Reichtum oder Einfluss weder beeinträchtigen, noch ablenken, noch erzwingen. Es ist eine geistige Macht, die einem himmlischen Gesetz gehorcht. Das Priestertum geht von unserem großen Vater im Himmel aus. Seine Macht kann nur nach den Grundsätzen der Rechtschaffenheit beherrscht und gebraucht werden, nicht nach denen der Selbstgerechtigkeit. Christus ist die Quelle jeder wahren Vollmacht und Macht im Priestertum auf Erden. Dies ist sein Werk, in dem mitzuhelfen wir die Ehre haben. Und niemand kann bei diesem Werk helfen, wenn er nicht demütig und voller Liebe ist und Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe hat und in allem, was auch immer seiner Obhut anvertraut wird, maßvoll ist. Wir tun nichts, um uns persönlich zu bereichern, sondern wollen anderen dienen und sie aufrichten. Wir führen nicht mit Gewalt, sondern mit überzeugender Rede, Langmut, Milde und Sanftmut und mit ungeheuchelter Liebe. Das Priestertum des allmächtigen Gottes steht allen würdigen Männern offen, wo sie auch sein mögen. Ganz gleich, von wem sie abstammen. Ganz gleich, aus welch bescheidenen Verhältnissen sie kommen, ob aus der Nähe oder den entferntesten Winkeln der Erde. Es steht jedem offen, doch nicht für Geld und das, was die Welt zu bieten hat. Um die Worte des Propheten Jesaja aufzugreifen: Jeder, der Durst hat, kann zum Wasser kommen. Und niemand braucht Geld, um zu kommen und zu essen. Wegen des ewigen und unergründlichen Sühnopfers unseres Erretters Jesus Christus kann das Priestertum Gottes einem selbst dann offenstehen, wenn man in der Vergangenheit gestrauchelt ist oder unwürdig war. Durch die geistige Läuterung und Reinigung im Zuge der Umkehr können wir uns erheben und unser Licht leuchten lassen. Wegen der grenzenlosen, vergebungsbereiten Liebe unseres Erretters und Erlösers können wir emporblicken, rein und würdig werden und uns zu rechtschaffenen und vortrefflichen Söhnen Gottes entwickeln. Zu würdigen Trägern des allerheiligsten Priestertums des allmächtigen Gottes. Ich bin ein wenig bekümmert über diejenigen, die das Wunderbare und Vorzügliche am Priestertum nicht erfassen und nicht schätzen. Sie verhalten sich wie Flugpassagiere, die sich die ganze Zeit über die Größe von Erdnusspäckchen aufregen, während sie hoch über den Wolken durch die Lüfte ziehen. Etwas, wofür die Könige im Altertum all ihre Habe hergegeben hätten, wenn sie es nur einmal gekonnt hätten. Brüder, es ist ein Segen, dass wir an der großen Vollmacht und Macht des Priestertums so einfach teilhaben dürfen. Blicken wir empor und sehen wir diese Gelegenheit als das an, was sie wirklich ist. Erkennen wir sie, nehmen wir sie an.
Durch rechtschaffenes, liebevolles und unermüdliches Dienen im Priestertum wird es uns gelingen, die wahre Bedeutung der Offenbarung zu erfahren, die da lautet: Ich werde vor eurem Angesicht hergehen. Ich werde zu eurer rechten Hand sein und zu eurer linken, und mein Geist wird in eurem Herzen sein und meine Engel rings um euch zu stützen. Nehmen wir das Wunderbare und Verzügliche am Priestertum an und machen wir es uns bewusst. Nehmen wir die Aufgaben an, die zu erfüllen wir gebeten werden, und finden wir Gefallen an ihnen, bei uns daheim und in den Einheiten der Kirche, ob groß oder klein. Nehmen wir immerfort an Rechtschaffenheit zu, engagieren wir uns noch mehr, dienen wir noch mehr im Priestertum. Finden wir Freude daran, im Priestertum zu dienen. Das geht am besten mit Hilfe der Grundsätze Erkenntnis, Gehorsam und Glaube. Soll heißen, wir müssen die Lehre des Priestertums, wie sie im offenbarten Wort Gottes zutage tritt, kennen und verinnerlichen. Es ist wichtig, dass man die Bündnisse und Gebote versteht, nach denen das Priestertum in die Tat umgesetzt wird. Dann wollen wir klug sein und stets gewissenhaft nach der Erkenntnis handeln, die wir erlangt haben. Wenn wir Gottes Gesetze befolgen, unseren Verstand und unseren Körper zügeln und unser Handeln mit dem rechtschaffenen Muster in Einklang bringen, das uns von den Propheten dargelegt wurde, werden wir erfahren, wie viel Freude das Dienen im Priestertum macht. Und vertiefen wir zu guter Letzt den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Nehmen wir seinen Namen auf uns und verpflichten wir uns jeden Tag aufs Neue, den Weg eines Jüngers zu beschreiten. Möge durch unsere Werke unser Glaube vollendet werden. In der Nachfolge Christi können wir Schritt für Schritt vollkommener werden, indem wir unserer Familie, unseren Mitmenschen und Gott dienen. Wenn wir mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft im Priestertum dienen, sind uns erhabene Erkenntnisse, Friede und geistige Gaben verheißen. Wenn wir dem heiligen Priestertum die Ehre erweisen, wird Gott uns die Ehre erweisen. Und wir werden am letzten Tag ohne Tadel vor ihm stehen. Dass wir stets ein offenes Auge und ein empfindsames Herz für das Wunderbare und die Freude am Priestertum unseres großen und mächtigen Gottes haben mögen, dafür bete ich im Namen Jesu Christi. Amen. I'm so grateful for this opportunity to be in this great priesthood. Ich bin so dankbar dafür, dass ich heute in dieser großartigen Priestertumsversammlung sein kann und so herausragende Lehren und Zeugnisse hören darf. Das erinnert mich an meine Kindheit. In diesem Publikum heute sind hier einige Diakone und die sollten da zuhören und die fragen sich, wenn sie jetzt mit dem Priestertum anfangen und im Priestertum aufwachsen, dann denke ich an meine eigenen Erfahrungen im Priestertum und alles, was ich als Priestertumsträger erreichen konnte, war, weil es Einzelne gab, die in mir Sachen gesehen haben, was ich nicht selbst in mir sehen konnte als junger Vater. Betete ich einst um die Erkenntnis darüber, was meine Kinder einmal im Reich des Herrn leisten würden. Was die Jungen angeht, war mir klar, dass sie im Priestertum dienen sollten. Bei den Mädchen wusste ich, dass sie den Herrn vertreten würden, indem sie anderen dienen würden. So würden sie alle im Werk des Herrn tätig sein. Ich wusste aber auch, dass jedes Kind einzigartig ist und der Herr einem jeden bestimmte Gaben mitgegeben hat. Nun kann ich nicht jedem Vater und Jugendführer im Einzelnen erläutern, wie man hier am besten vorgeht. Ich kann Ihnen aber versprechen, dass Ihre Kinder daraus Nutzen ziehen,
wenn sie ihnen helfen, die geistigen Gaben zu erkennen, die ihnen von Geburt an mitgegeben worden sind. Kein Mensch gleicht dem anderen und jeder leistet seinen ganz individuellen Beitrag. Niemand ist zum Scheitern verurteilt. Wenn Sie sich um Offenbarung bemühen, um die Gaben zu erkennen, die Gott in einem Menschen sieht, können Sie den Blick dieser Menschen auf den Dienst lenken, den er leisten kann. Unter Ihrer Anleitung können diejenigen, die Sie führen, ihr Potenzial im Reich Gottes zu dienen, erkennen und werden sich wünschen und daran glauben, dass sie es gänzlich ausschöpfen können. Was meine eigenen Kinder angeht, habe ich um Offenbarung gebetet, um zu wissen, wie ich jedem meiner Kinder helfen könne, sich auf konkrete Gelegenheiten, Gott zu dienen, vorzubereiten. Sodann war ich bestrebt, ihnen zu helfen, sich diese Zukunft vorzustellen, darauf zu hoffen und auf sie hinzuweisen. Für jeden Sohn schnitzte ich eine Tafel mit einem Schriftzitat, das seine besonderen Gaben beschrieb, und einem Bild, das dieses symbolisierte. Unter das Bild und die Inschrift schnitzte ich das Taufdatum des Jungen und das Datum seiner Ordinierung zu den Ämtern im Priestertum. Seitlich an der Holztafel war auch mit einer Kerbe vermerkt, wie groß er beim Erreichen jedes dieser Meilensteine gewesen war. Ich möchte die Holztafeln beschreiben, die ich jedem meiner Söhne geschnitzt habe und wodurch er erkennen sollte, welche geistigen Gaben er hat und was er vielleicht im Werk des Herrn beitragen wird. Vielleicht werden dann auch Sie, so wie ich damals, inspiriert, welche bestimmten Gaben und einzigartigen Möglichkeiten in den Jugendlichen stecken, die sie ins Herz geschlossen haben. Als mein ältester Sohn Diakon und später Adler-Scout wurde, kam mir, als ich über ihn und seine Zukunft nachdachte, das Bild eines Adlers in den Sinn. Damals wohnten wir in Idaho, unweit des Berges South Teton, wo wir oft gemeinsam wanderten und die Adler bei ihrem Flug beobachteten. Mit diesem Bild vor Augen spürte ich, was Jesaja gemeint hatte. Er gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stürzen. Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler, sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Eine Bergwanderung auf den South Teton mussten wir damals tatsächlich noch vor dem Gipfel abbrechen, weil mein Sohn müde geworden war. Er fragte, wird es mir mein Leben lang leid tun, dass wir es nicht bis oben geschafft haben? Geh allein weiter, ich möchte nicht, dass du enttäuscht bist. Ich entgegnete, ich werde nie enttäuscht sein. Und dir wird es nie leid tun. Wir werden immer daran zurückdenken, wie wir zusammen hier heraufgestiegen sind. Ganz oben auf seine Holztafel schnitzte ich einen Adler und die Inschrift auf den Schwingen des Adlers. Als mein Sohn auf Mission war, erreichte er größere Höhen, als ich mir je erträumt hatte. Seine Mission erforderte ihm einiges ab und manche Situationen überforderten ihn scheinbar. Vielleicht wird es für Ihren Jungen auch so sein wie für meinen Sohn. Er sollte das Evangelium in einer schweren Sprache predigen. Und so hob ihn der Herr höher empor, als ich es für möglich gehalten hatte. Wenn Sie sich um einen jungen Mann bemühen, verheiße ich Ihnen, dass der Herr Ihnen alles mitteilen wird, was wir wissen müssen, um seine Möglichkeiten im Priestertum zu erahnen. Möglicherweise hat der Junge sogar Potenzial über das hinaus, was der Herr ihnen offenbart. Helfen Sie ihm, sich hohe Ziele zu stecken. Der Junge, dem Sie Mut zu sprechen, scheint vielleicht zu schüchtern, als dass er manchmal im Priestertum dienen könnte. Einer meiner Söhne traute sich als Kind nicht einmal im Laden den Verkäufer anzusprechen. Besorgt betete ich über seine Zukunft im Priestertum. Dabei wurde ich zu einer Schriftstelle in den Sprichwörtern geführt. Dort heißt es, der Frevler flieht, auch wenn ihn keiner verfolgt. Der Gerechte fühlt sich sicher wie ein Löwe. Auf seine Tafel schnitzte ich unter das Bild einen großen Löwenkopf,
die Worte sicher wie ein Löwe. Während seiner Mission und auch in den Jahren danach erfüllte er die Hoffnung, die durch meine Schnitzarbeit zum Ausdruck gekommen war. Mein einst so schüchterner Sohn predigte das Evangelium mit großer Überzeugung und trat Gefahren mutig entgegen. Er wurde in seiner Funktion als Repräsentant des Herrn groß gemacht. Dem jungen Mann, den Sie führen, kann es genauso gehen. Sie müssen seinen Glauben daran fördern, dass der Herr ihn zu einem Diener machen kann, der mehr Mut hat als der schüchterne Junge, den Sie jetzt vor sich sehen. Wir wissen, dass der Herr seinen Dienern Unerschrockenheit verleiht. Der Junge, der Gottvater und dessen Sohn Jesus Christus in einem Wäldchen gesehen hat, wandelte sich zu einem geistigen Riesen. Parley Pratt konnte sich davon überzeugen, als er miterlebte, wie der Prophet Joseph Smith die niederträchtigen Wachen zurechtwies. Und Elder Pratt berichtete, plötzlich stand er auf und sprach mit donnernder Stimme, wie ein brüllender Löwe, die folgenden Worte, soweit ich mich recht entsinne. Zitat, schweigt, ihr Ausgeburten der Hölle. Im Namen Jesu Christi weise ich euch zurecht und befehle euch, seid still, ich will keine Minute länger leben und solche Ausdrücke ertragen. Hört auf, so zu reden, sonst werdet ihr oder werde ich auf der Stelle tot umfallen. Über das Erlebnis schreibt Elder Pratt, Würde und Erhabenheit sind mir nur ein einziges Mal begegnet, und zwar in Ketten um Mitternacht, in einem Verlies, in einem unbedeutenden Dorf in Missouri. Ende des Zitats. Der Herr ermöglicht es, seinen rechtschaffenen Dienern unerschrocken wie ein Löwe in seinem Namen zu sprechen und als Priestertumsträger Zeugnis abzulegen. Ein weiterer meiner Söhne scharte schon als Kind einen großen Freundeskreis um sich. Es fiel ihm leicht, Beziehungen zu anderen aufzubauen. Als ich mich bemühte, seinen Beitrag im Reich Gottes zu erahnen, spürte ich, dass er die Macht haben würde, Menschen in Liebe und Einigkeit zusammenzubringen. Das führte mich im Buch Lehre und Bündnisse zum Bericht darüber, wie die Ältesten darum bemüht waren, Zion in Missouri aufzurichten, und die Engel, die ihren Beitrag sahen, sich freuten. Das erforderte große Opferbereitschaft. In der Offenbarung im Buch Lehre und Bündnisse heißt es, doch seid ihr gesegnet, denn das Zeugnis, das ihr gegeben habt, ist im Himmel aufgezeichnet, sodass die Engel es betrachten können und sie freuen sich über euch und eure Sünden sind euch vergeben. In die Tafel meines Sohnes schnitzte ich die Worte, Engel freuen sich über dich. Seine Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen und einen positiven Einfluss auszuüben, blieb nicht auf seine Schulzeit beschränkt. Gemeinsam mit anderen Priestertumsträgern organisierte er Pfahlveranstaltungen, die den Jugendlichen das Vertrauen gaben, schwierige Situationen durchzustehen und sie letztlich zu meistern. Er förderte den Glauben dieser jungen Menschen und half mit, in den Ballungsgebieten der USA Außenposten Zions zu errichten. Mein Schnitzbild für meinen Sohn zeigte Engel, die Trompete blasen. Es mag sein, dass das in Wirklichkeit anders aussieht, aber es war einfacher zu schnitzen als Jubelschreie. Engel frohlocken, wenn Priestertumsführer auf der ganzen Welt in ihren Gemeinden, Fehlen und Missionen Zion aufbauen. Und sie sind auch hocherfreut über die Jungen und Mädchen, wo auch immer sie sind, denen sie helfen, Zion aufzubauen. Zion entsteht, wenn Menschen durch Bündnisse und Liebe miteinander verbunden sind. Bitte helfen Sie Ihren Jugendlichen, sich dazu zu gesellen. Bei einem meiner Söhne hatte ich das Gefühl, ich sollte ihm eine Sonne und die Worte aus dem Abschiedsgebet des Heilands zu schnitzen. Das ist ewiges Leben. Das ist das ewige Leben. Gegen Ende seines irdischen Lebens wandte sich der Erretter im Gebet an seinen Vater. Das ist das ewige Leben, dich, den einzig wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Mein Sohn hat auf 3 Kontinenten Priestertumsdienst geleistet, vor allem aber zu Hause bei seiner eigenen Familie. Er hat sein Leben mit ihr als Mittelpunkt aufgebaut. Er arbeitet nicht weit vom Haus und kommt mittags oft zu seiner Familie. Er wohnt mit seiner Familie ganz in der Nähe von meiner Frau und mir. Sie kümmern sich um unseren Vorgarten, als wäre es ihr eigener. Das Leben meines Sohnes dient nicht nur seinem eigenen Anspruch auf eigenes Leben. Vielmehr
umgibt er sich in alle Ewigkeit mit Angehörigen, die ihm dankbar sind. Ewiges Leben bedeutet ein Leben in Einigkeit, als Familie eins zu sein mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ewiges Leben ist nur durch die Schlüssel des Priestertums Gottes möglich, die durch den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt worden sind. Sie können den Jugendlichen, die sie führen, kein größeres Geschenk machen, als ihnen dieses Ziel vor Augen zu halten. Das tun sie in erster Linie, indem sie in ihrer eigenen Familie mit gutem Beispiel vorangehen. Die Angehörigen derer, für die sie zuständig sind, gehören vielleicht nicht der Kirche an. Helfen sie ihnen dennoch, die Liebe ihrer Familie auf beiden Seiten des Schleiers haben zu wollen und zu spüren. Die Tafeln, von denen ich sprach, sind nur eine Möglichkeit, junge Leute erahnen zu lassen, welche Erhabenheit Gott in ihnen sieht und auf welch besonderen Dienst er sie vorbereitet. Er wird sie erkennen lassen, wie sie das ihren Kindern und anderen Jugendlichen vermitteln können. Sind sie gebeterfüllt bestrebt, diese Zukunft zu erahnen und sie dem jungen Menschen zu vermitteln, wird ihnen klar, dass Gott jedes seiner Kinder kennt und liebt und um ihre großartigen und besonderen Gaben weiß. Als Vater durfte ich sowohl für meine Töchter als auch für meine Söhne deren große Zukunft im Reich Gottes erkennen. Als ich um Führung betete, wurde mir aufgezeigt, wie ich meinen Töchtern helfen konnte zu erkennen, dass Gott ihnen zutraute, ihm zu dienen und sein Reich errichten zu helfen. Als meine Töchter noch klein waren, erkannte ich, dass wir generationsübergreifend anderen helfen konnten, die Liebe derer zu spüren, die sich jenseits des Schleiers befindet. Mir war klar, dass Liebe dem Dienen entspringt und Hoffnung auf das ewige Leben weckt. Also bastelten wir Brotschneidebretter, legten selbstgemachtes Brot darauf und gemeinsam brachten wir diese Gabe dann einer Witwe, einem Witwer oder einer Familie. In jedes Brett schnitzte ich die Worte J'aime, j'espère, französisch für ich liebe und ich hoffe. Die einzigartigen Gaben meiner Töchter kamen nicht nur in den Schneidebrettern zum Ausdruck, die ich verzierte, sondern noch viel deutlicher, als wir sie denen brachten, die unter Schmerzen oder einem Verlust litten und die Zusicherung brauchten, dass die Liebe des Heilands und sein Sühnopfer einen vollkommenen Glanz der Hoffnung hervorbringen könnte. Das ist das ewige Leben für meine Töchter genauso wie für jeden von uns. Sie denken jetzt vielleicht, Bruder Eyring, das heißt das, dass ich jetzt lernen muss, wie man schnitzt? Die Antwort heißt nein. Ich lernte das Schnitzen nur durch einen guten Lehrer, und zwar Elder Boyd K. Packer. Das wenige Können, das ich mir aneignete, ist auf sein enormes Talent als Schnitzer und auf seine Geduld als Lehrer zurückzuführen. Nur der Himmel bietet einen Lehrmeister wie ihn. Doch es gibt viele Möglichkeiten, wie man das Herz der Kinder prägen kann, ohne Holztafeln für sie zu schnitzen. So lassen sich etwa mittels moderner Kommunikationstechnik Botschaften, die Glauben und Hoffnung vermitteln, über große Entfernungen hinweg sofort weitergeben. Und das bei nur gering oder ganz ohne Kosten. Meine Frau und ich hilft mir jeden Abend dabei, indem wir zuerst am Telefon mit unseren Enkeln sprechen. Wir bitten sie, zu uns zu erzählen, was sie alles geschafft und wem sie geholfen haben. Wir bitten sie auch, uns Fotos von ihren Unternehmungen zu schicken. Die Fotos nutzen wir als Illustration für ein paar Zeilen Text. Dann setzen wir zwei Verse aus dem Buch Mormon hinzu. Nephi und Mormon wären vielleicht nicht sonderlich beeindruckt von der geistigen Güte unserer Aufzeichnungen oder dem begrenzten Aufwand für das, was wir Tagebuch der Familie die kleinen Platten nennen. Wir halten die nicht geistigen Sachen aus diesem Bericht raus. Keine Sportberichte. Aber meine Frau und ich profitieren davon, dass wir diesen Aufwand treiben. Uns bereitet es Freude, eine passende Schriftstelle auszuwählen und sie mit kurzen, glaubensstärkenden Botschaften zu ergänzen. Und wir können im Leben unserer Enkel erkennen, wie sich ihr Herz sowohl uns als auch dem Heiland zuwendet. Viele andere Möglichkeiten, wie man anderen die Hand reichen kann, sind ihnen bereits vertraut. Wenn sie regelmäßig mit ihrer Familie beten und in den Schriften lesen, sorgt das für mehr bleibende Erinnerung und eine größere Herzenswandlung.
als Sie jetzt vielleicht meinen. Sogar Unternehmungen, die scheinbar rein zeitlicher Natur sind, wie etwa der Besuch einer Sportveranstaltung und einen Kinobesuch, können das Herz eines Kindes prägen. Es kommt nicht darauf an, was man unternimmt, sondern welche Gefühle das weckt. Ich habe eine ausgezeichnete Methode entdeckt, wie man herausfinden kann, welche Unternehmungen das Potenzial haben, im Leben eines jungen Menschen wirklich etwas zu bewirken. Die jungen Leute schlagen die Unternehmung selbst vor, weil sie spüren, dass ihnen ihr Interesse daran als Gabe von Gott zugeflossen ist. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass das funktioniert. Als ich 12 Jahre alt war, wurde ich Diakon. Damals wohnte meine Familie und ich in New Jersey, etwa 80 Kilometer von New York entfernt. Ich träumte davon, ein großer Baseballspieler zu werden. Mein Vater erklärte sich bereit, mit mir ein Spiel im legendären Yankee-Stadion in der Bronx zu besuchen. Ich sehe noch immer vor mir, wie Joe DiMaggio den Schläger schwang und den Ball zu einem Homerun mitten in die Tribüne schlug. Und neben mir saß mein Vater. Es war das einzige Mal, dass wir jemals gemeinsam bei einem Meisterschaftsspiel waren. Ein anderer Tag mit meinem Vater prägte jedoch mein Leben dauerhaft. Er fuhr mit mir von New Jersey nach Salt Lake City zum Haus eines ordinierten Patriarchen, den ich nie zuvor gesehen hatte. Mein Vater lieferte mich an der Tür ab und der Patriarch führte mich zu einem Stuhl, legte mir die Hände auf und sprach in seinem Segen einen der größten Wünsche meines Herzens aus. Er sagte nämlich: Ich gehöre zu denen, über die gesagt werde, gesegnet sind die Friedensstifter. Es überraschte mich ungemein, dass mir ein Fremder ins Herz blicken konnte. Und so öffnete ich die Augen, um mir das Zimmer anzusehen, in dem ein derartiges Wunder geschah. Dieser Segen zeigte mir meine Möglichkeiten auf und hat mein Leben, meine Ehe und meinen Priestertumsdienst geprägt. Aufgrund dieser Erfahrung und dem, was daraus folgte, kann ich bezeugen, denn allen ist nicht jede Gabe gegeben, denn es gibt viele Gaben und jedem Menschen ist durch den Geist Gottes eine Gabe gegeben. Gott hatte mir eine Gabe offenbart und mich so in die Lage versetzt, Wege zu erkennen, um mich darauf vorzubereiten und sie zum Wohle derer einzusetzen, die ich liebe und denen ich diene. Gott kennt unsere Gaben. Ich fordere uns alle auf, zu beten und herauszufinden, mit welchen Gaben wir gesegnet sind. So können wir wissen, wie wir sie weiterentwickeln sollen, und wir können die Gelegenheit erkennen, die Gott uns bietet, anderen zu dienen. Vor allem bete ich darum, dass sie inspiriert werden, anderen zu helfen, die besonderen Gaben zu erkennen, die Gott ihnen gegeben hat. Ich verheiße ihnen, wenn sie darum bitten, werden sie imstande sein, anderen zu helfen, ihr volles Potenzial darin zu erkennen, denen zu dienen, für die sie verantwortlich sind und die sie lieben. Ich bezeuge Ihnen, dass Gott lebt. Jesus ist der Christus. Dies ist das Priestertum Gottes, das wir tragen. Und Gott hat es uns mit besonderen Gaben ausgestattet. Und das geht über unsere Hoffnungen hinaus. Im Namen Jesu Christi. Amen. Liebe Brüder, wir freuen uns, dass Sie heute Abend hier sind. Wir danken auch dem Chor von Trägern des melchisedekischen Priestertums für die inspirierende Musik, sowie allen, die bei den Vorbereitungen für diese Versammlung mitgeholfen haben. Wir dürfen nun von unserem geliebten Propheten, Präsident Thomas S. Monson, hören. Nach seinen Worten singt der Chor das Lied Hoffnung Israels. Das Schlussgebet spricht dann Elder Patrick Kieran von den 70ern. My dear brethren, meine lieben Brüder, zweimal im Jahr ist dieses herrliche Konferenzzentrum voll besetzt mit dem Priestertum Gottes, wenn wir zusammenkommen, um inspirierte Botschaften zu hören. Es herrscht immer ein wunderbarer Geist bei der allgemeinen Priestertumsversammlung der Kirche. Dieser Geist geht vom Konferenzzentrum aus und reicht in jedes Gebäude, wo sich die Söhne Gottes versammeln. Wir haben diesen Geist heute Abend gewiss verspürt. Vor einigen Jahren, ehe dieses schöne Konferenzzentrum errichtet wurde, besuchte ein Mann, der den Tempelplatz in Salt Lake City besichtigt hatte,
auch eine Versammlung der Generalkonferenz im Tabernakel. Er hörte sich die Botschaften der führenden Brüder an. Er hörte den Gebeten aufmerksam zu. Er lauschte der wunderschönen Musik des Tabernakelchors. Er bestaunte die imposante Orgel im Tabernakel. Nachdem die Versammlung vorüber war, hörte ihn jemand sagen: Ich würde alles hergeben, was ich besitze, wenn ich Gewissheit hätte, ob das, was die Sprecher heute hier gesagt haben, wahr ist. Im Grunde sagte er: Ich wünschte, ich hätte ein Zeugnis vom Evangelium. Es gibt absolut nichts auf dieser Welt, was mehr Trost und Freude schenkt, als ein Zeugnis von der Wahrheit. Ich glaube, dass jeder Mann, jeder Junge, der heute Abend hier ist, ein mehr oder weniger starkes Zeugnis hat. Wenn Sie meinen, Ihr Zeugnis sei noch nicht so tief, wie Sie es sich wünschen, lege ich Ihnen ans Herz, daran zu arbeiten, ein solches Zeugnis zu erlangen. Ist Ihr Zeugnis stark und tief, dann bemühen Sie sich darum, dass es so bleibt. Wie gesegnet wir doch sind, Kenntnis von der Wahrheit zu haben. Brüder, ich möchte Ihnen heute Abend sagen, dass es unzählige Menschen gibt, die im Moment nur ein sehr schwaches oder überhaupt kein Zeugnis haben, die aber ein Zeugnis empfangen könnten und würden, wenn wir bereit wären, auf sie zuzugehen und ihnen Zeugnis zu geben und dabei zu helfen, sich zu ändern. In manchen Fällen können wir den Ansporn für eine solche Änderung geben. Zunächst denke ich dabei an diejenigen, die Mitglied der Kirche sind, zurzeit jedoch nicht voll und ganz nach dem Evangelium leben. Vor vielen Jahren hörte ich bei einer Gebietskonferenz in Helsinki eine machtvolle, unvergessliche und motivierende Botschaft in einer Versammlung für Mütter und Töchter. Ich habe diese Botschaft nicht vergessen, obwohl fast 40 Jahre vergangen sind, seit ich sie gehört habe. Neben vielen wahren Grundsätzen, auf die die Sprecherin einging, sagte sie, man müsse einer Frau sagen, dass sie schön ist. Man müsse ihr sagen, dass man sie schätzt. Man müsse ihr sagen, dass er ein wertvoller Mensch ist. Bruder, ich weiß, dass wir Männer in dieser Hinsicht den Frauen nicht unähnlich sind. Auch uns muss man sagen, dass aus uns etwas wird, dass wir fähig und wertvoll sind. Man muss uns Gelegenheit geben zu dienen. Wenn es um Mitglieder geht, die sich von der Kirche entfernt haben oder die sich bedeckt halten und nicht festlegen wollen, können wir im Gebet nach einem Weg suchen, sie zu erreichen. Sie zu bitten, eine Aufgabe in der Kirche zu erfüllen, könnte genau der Ansporn sein, den sie brauchen, um wieder voll und ganz aktiv zu werden. Die Führungsbeamten, die hier etwas bewegen könnten, scheuen jedoch manchmal davor zurück. Wir dürfen nicht vergessen, dass Menschen sich ändern können. Sie können schlechte Angewohnheiten ablegen. Sie können von Übertretungen umkehren. Sie können das Priestertum würdig tragen. Und sie können dem Herrn eifrig dienen. Ich möchte dazu ein paar Beispiele anführen. Als ich ins Kollegium der 12 Apostel berufen wurde, durfte ich einmal Präsident N. Eldon Tanner, einen Ratgeber von Präsident David O. McKay, zu einer Pfarrkonferenz in Alberta in Kanada begleiten. In der Versammlung las der Pfarrpräsident die Namen von 4 Brüdern vor, die sich bereit gemacht hatten, zum Ältesten ordiniert zu werden. Präsident Tanner kannte diese Männer, weil er einmal in dieser Gegend gewohnt hatte. Er kannte sie aber nur von früher, wie sie einmal gewesen waren, und wusste nicht, dass sie ihr Leben umgekrempelt und sich bereit dafür gemacht hatten, Älteste zu werden. Der Pfarrpräsident las den ersten Namen vor und bat den Mann aufzustehen. Präsident Tanner flüsterte mir zu: Sehen Sie nur, ich hätte nie gedacht, dass er es schaffen würde. Der Pfarrpräsident las den Namen des zweiten Mannes vor und dieser stand auf. Präsident Tanner stupste mich wieder an und teilte mir sein Erstaunen mit. So ging es weiter bei allen Vieren. Nach der Versammlung konnten Präsident Tanner und ich diesen 4 Brüdern alles Gute wünschen. Sie hatten gezeigt, dass Menschen sich ändern können.
In den 40er und 50er Jahren war ein amerikanischer Vollzugsbeamter namens Clinton Duffy für seine Bemühungen bekannt, die Männer in seinem Gefängnis zu resozialisieren. Ein Kritiker wandte ein: Wissen Sie nicht, dass die Katze das Mausen nicht lässt? Darauf erwiderte Mr. Duffy: Sie sollten wissen, dass ich nicht mit Katzen arbeite. Ich arbeite mit Menschen. Und Menschen ändern sich jeden Tag. Vor vielen Jahren war ich Präsident der kanadischen Mission. Wir hatten dort einen Zweig, in dem es kaum Priestertumsträger gab. Wir beriefen immer einen Missionar als Zweigpräsidenten. Ich empfing die deutliche Eingebung, dass unbedingt ein Mitglied des Zweiges dort präsidieren sollte. Es gab einen Erwachsenen in dem Zweig, der Diakon im aaronischen Priestertum war. Er kam aber nicht oft genug zur Kirche und beteiligte sich auch nicht genügend, um im Priestertum aufzusteigen. Ich hatte die Eingebung, ihn als Zweigpräsidenten zu berufen. Ich werde den Tag nie vergessen, als ich das Berufungsgespräch mit ihm führte. Ich sagte ihm, der Herr habe mich dazu inspiriert, ihn als Zweigpräsidenten zu berufen. Nachdem er viele Einwände vorgebracht und seine Frau ihm lange gut zugeredet hatte, erklärte er sich bereit, die Aufgabe zu übernehmen. Ich ordinierte ihn zum Amt eines Priesters. An diesem Tag begann für den Mann ein neues Leben. Er brachte rasch sein Leben in Ordnung. Er versicherte mir, dass er die Gebote halten würde, wie es von ihm erwartet wurde. Wenige Monate später wurde er zum Ältesten ordiniert. Nach gegebener Zeit gingen er und seine Frau mit den Kindern in den Tempel und wurden aneinander gesiegelt. Die Kinder erfüllten eine Mission und heirateten im Haus des Herrn. Wenn wir unseren Brüdern sagen, dass wir sie brauchen und schätzen, kann sie dies unter Umständen dazu bewegen, den Schritt zu wagen, wieder mitzumachen und ganz aktiv zu werden. Das gilt für Priestertumsträger jeglichen Alters. Unsere Aufgabe ist es, ihnen die Gelegenheit zu geben, so zu leben, wie sie leben sollen. Wir können ihnen helfen, Unzulänglichkeiten zu überwinden. Wir müssen den Blick dafür entwickeln, Menschen nicht so zu sehen, wie sie im Moment sind, sondern so, wie sie werden können, wenn sie ein Zeugnis vom Evangelium Jesu Christi empfangen. Ich besuchte einmal eine Versammlung in Leadville in Colorado. Leadville liegt 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Diese Versammlung ist mir in Erinnerung geblieben, nicht nur wegen der großen Höhe, sondern auch wegen dem, was sich an diesem Abend zugetragen hat. Nur wenige Priestertumsträger waren anwesend. Wie bei dem Zweig in der kanadischen Mission präsidierte ein Missionar über den Zweig. So war es schon immer gewesen. Wir hatten an diesem Abend eine sehr schöne Versammlung. Als wir das Schlusslied sangen, empfing ich die Inspiration, dass ein ortsansässiges Mitglied über den Zweig präsidieren sollte. Ich wandte mich an den Missionspräsidenten und fragte: Gibt es nicht irgendjemanden, der über diesen Zweig präsidieren könnte? Jemand von hier? Er erwiderte: Ich wüsste niemanden. Während wir das Lied sangen, sah ich mir die Männer, die in den ersten drei Reihen saßen, aufmerksam an. Meine Aufmerksamkeit schien auf einen dieser Brüder gelenkt zu werden. Ich sagte zum Missionspräsidenten: Könnte er als Zweigpräsident berufen werden? Er erwiderte: Ich weiß nicht. Vielleicht schon. Ich sagte: Präsident, ich nehme ihn zu einer Unterredung in ein anderes Zimmer mit. Sie sprechen nach dem Schlusslied, bis wir zurück sind. Als ich mit dem Mann in den Raum zurückkam, beendete der Missionspräsident sein Zeugnis. Ich schlug den Bruder als neuen Zweigpräsidenten vor. Von diesem Tag an leitete immer ein ortsansässiges Mitglied die Einheit in Leadville, Colorado. Bruder, der gleiche Grundsatz lässt sich auch auf diejenigen anwenden, die noch nicht der Kirche angehören. Wir müssen den Blick dafür entwickeln, Menschen nicht so zu sehen, wie sie sind, sondern so, wie sie werden können, wenn sie Mitglieder der Kirche sind, wenn sie ein Zeugnis vom Evangelium haben und wenn ihr Leben mit dessen Lehren in Einklang steht.
1961 wurde eine weltweite Konferenz für Missionspräsidenten abgehalten. Und sämtliche Missionspräsidenten der Kirche reisten dazu nach Salt Lake City. Ich kam aus meiner Mission in Toronto in Kanada nach Salt Lake City. In einer der Versammlungen sprach N. Eldon Tanner, der damals Assistent des Kollegiums der Zwölf Apostel war und gerade die ersten Erfahrungen damit gemacht hatte, über die Missionen in Großbritannien und in Westeuropa zu präsidieren. Er erzählte von einem Missionar, der der erfolgreichste war, dem er bei all den Unterredungen, die er geführt hatte, je begegnet war. Er berichtete, dass er in dem Gespräch zu dem Missionar gesagt hatte, ich nehme an, die Menschen, die Sie getauft haben, sind aufgrund von Empfehlungen zur Kirche gekommen. Der junge Mann erwiderte, nein. Wir haben sie gefunden, als wir von Tür zu Tür gingen. Bruder Tanner fragte ihn, was er denn anders mache als die anderen. Warum er so erstaunlich viel Erfolg habe und andere nicht. Der junge Mann erklärte, er versuche, jeden Menschen, dem er begegnet, zur Taufe zu führen. Er sagte, wenn er an eine Tür klopfe und ein Mann vor ihm stehe, der eine Zigarre rauche, abgewetzte Kleidung trage und sich für überhaupt nichts zu interessieren scheine und schon gar nicht für Religion, dann würde er sich vorstellen, wie dieser Mann unter ganz anderen Umständen aussehen würde. Er sähe ihn in Gedanken, glatt rasiert, mit einem weißen Hemd und einer weißen Hose. Der Missionar stellte sich vor, wie er diesen Mann in die Wasser der Taufe führte. Er sagte, wenn ich mir jemanden so vorstelle, kann ich ihm auf eine solche Weise Zeugnis geben, dass sein Herz berührt wird. Auf eben diese Weise müssen wir unsere Freunde, unsere Bekannten und Nachbarn sehen. Ich sage es noch einmal. Wir müssen den Einzelnen nicht so sehen, wie er ist, sondern so, wie er werden kann. Ich bitte Sie eindringlich, die Menschen so zu sehen. Brüder, der Herr hat uns mitgeteilt, wie bedeutend das Priestertum ist, das wir tragen. Er hat uns gesagt, dass wir es mit einem Eid und Bund empfangen. Er hat uns angewiesen, in allem, was wir empfangen, wahrhaft treu zu sein und hat erklärt, es sei unsere Pflicht, diesen Bund bis ans Ende zu halten. Dann werde uns alles gegeben werden, was der Vater hat. Mut ist ein Wort, das uns am Herzen liegen sollte. Mut, der Versuchung, den Rücken zuzukehren. Mut, unsere Stimme zu erheben und allen, denen wir begegnen, Zeugnis zu geben, weil wir wissen, dass jeder die Gelegenheit erhalten muss, unsere Botschaft zu hören. Den meisten fällt das nicht gerade leicht. Wir können aber Glauben entwickeln an das, was Paulus zu Timotheus gesagt hat. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen. Im Mai 1974 besuchte ich mit Bruder John H. Groberg die Tonga-Inseln. Wir durften zum König von Tonga kommen, großer Mann, und zu einer offiziellen Audienz erscheinen. Wir tauschten die üblichen Höflichkeiten aus. Doch ehe wir gingen, sagte John Groberg etwas, was nicht zum Üblichen gehörte. Er sagte, Eure Majestät, Sie sollten wirklich Mormone werden und Ihre Untertanen ebenso. Dann würden sich Ihre Probleme und deren Probleme größtenteils in Luft auflösen. Der König lächelte über das ganze Gesicht und meinte, John Groberg, vielleicht haben Sie recht. Ich musste daran denken, wie der Apostel Paulus vor Agrippa stand. Ich musste an Agrippas Worte denken, nachdem Paulus ihm Zeugnis gegeben hatte, fast überredest du mich dazu, mich als Christ auszugeben. Bruder Groberg besaß den Mut, einem König Zeugnis zu geben. In diesem Moment gibt es viele tausend von uns, die dem Herrn als Vollzeitmissionar dienen. Sie sind dem Ruf gefolgt und haben ihr Zuhause, ihre Familie und Freunde zurückgelassen oder ihre Ausbildung unterbrochen, um dem Herrn zu dienen.
Wer das nicht versteht, fragt sich, warum machen sie das so bereitwillig und geben so viel dafür auf? Unsere Missionare könnten mit den Worten des Paulus, diesem beispiellosen Missionar aus einer früheren Zeit, antworten: Wenn ich nämlich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. In den Heiligen Schriften gibt es keinen bedeutenderen Aufruf, keine verbindlichere Pflicht, keine klarere Anweisung als den Auftrag, den der auferstandene Herr erteilte, als er den 11 Jüngern in Galiläa erschien. Er sagte: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Dieses göttliche Gebot und die damit verbundene herrliche Verheißung sind auch heute unsere Losung, wie sie es in der Mitte der Zeit waren. Die Missionsarbeit ist ein Merkmal der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. So war es schon immer, so wird es immer sein. Der Prophet Joseph Smith hat verkündet: Nach allem, was gesagt worden ist, bleibt als größte und wichtigste Aufgabe, das Evangelium zu predigen. Innerhalb von 2 kurzen Jahren werden alle Vollzeitmissionare, die derzeit im königlichen Heer Gottes dienen, ihren Vollzeitdienst abgeschlossen haben und nach Hause zu ihren Lieben zurückgekehrt sein. Die an ihre Stelle treten werden, sind heute Abend in den Reihen des aaronischen Priestertums der Kirche zu finden. Ihr jungen Männer, steht ihr bereit? Seid ihr willens zu arbeiten? Seid ihr bereit zu dienen? Präsident John Taylor hat die Voraussetzungen zusammengefasst. Wir wünschen uns solche Menschen als Verkündiger der Evangeliumsbotschaft, die an Gott glauben, die an ihre Religion glauben, die das Priestertum ehren, Menschen, die vom Heiligen Geist und von der Macht Gottes erfüllt sind, Menschen voll Ehre, Redlichkeit, Tugend und Reinheit. Brüder, an uns alle ergeht der Auftrag, anderen das Evangelium Christi zu bringen. Wenn unser Leben mit Gottes Grundsätzen in Einklang ist, werden die Menschen in unserem Wirkungsbereich niemals klagen müssen: Die Ernte ist vorüber, der Herbst ist vorbei, uns aber ist nicht geholfen worden. Der vollkommene Hirte der Seelen, der Missionar, der die Menschheit erlöste, hat uns die göttliche Zusicherung gegeben: Wenn es so ist, dass ihr alle eure Tage arbeitet, um dieses Volk zur Umkehr zu rufen und auch nur eine einzige Seele zu mir führt, wie groß wird eure Freude mit ihr im Reich meines Vaters sein? Und nun, wenn eure Freude schon groß sein wird mit einer Seele, die ihr zu mir ins Reich meines Vaters geführt habt, wie groß wird eure Freude sein, wenn ihr viele Seelen zu mir führt? Von ihm, der diese Worte gesprochen hat, gebe ich mein Zeugnis. Er ist der Sohn Gottes, unser Erlöser und unser Retter. Ich bete darum, dass wir den Mut aufbringen, anderen die Hand zu reichen, um sie in die Gemeinschaft aufzunehmen. Es nochmals und nochmals und nochmals versuchen, die Hartnäckigkeit dazu und die nötige Demut, unseren Vater um Führung zu bitten, um unserem Auftrag nachzukommen, anderen das Evangelium zu bringen. Das ist unsere Verantwortung, Brüder. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Erhabenheit dieses Liedes. Wir danken dir für die Macht der Botschaften, die wir gehört haben und für diejenigen, die sie uns gegeben haben und ihre Vorbereitung. Wir bitten dich darum, dass wir nun den Mut haben mögen und den Glauben und die Kraft, die Art Männer zu werden, die wir werden sollen, dass wir unserer Ordinierung gerecht werden, dass wir der Welt ein Segen sein mögen. Wir beten für diejenigen, die niedergeschlagen sind, unruhig, die sich unwohl fühlen, die irgendwie zu kämpfen haben. Mögen wir ihnen dienen können. Wir danken dir, Vater, für deinen Sohn. Und dies sagen wir im Namen deines Sohnes, ja, Jesus Christus. Amen.